Sein Name war Gerald von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Verdammt, Geralt! Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Triss, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Öffnet, jetzt fliege, geh mal weg vom Monitor hier. Inventar. Öffne das Inventar durch Linksklick für das Ranzensymbol oder durch den Druck auf 1. I ist I, oder? Ist I? Ja, ist ein I, glaube ich. Um Zugang zu Gegenständen zu erhalten. Rechtsklick auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Tipps hier drin oder. Okay. I. Inventar ist währenddessen Pause? Ja. Neuer Eintrag im Tagebuch. Erhalte Donnerenthalt. Schwalbe, bla bla bla. Alter, wie viele neue Einträge denn hier, bitteschön? So. Rucksack. Alchemiesack. Okay, Alchemiesack, Rucksack, Questgegenstände. Ah, okay, das wird alles schon anscheinend sortiert. Das ist auch sehr, 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 sehr lobenswert. Ich hocke mich mal hier. Oh, ein bisschen gescheiter wieder hin. Ein bisschen gerade. So, Moment, Mikrofon mal wieder. Am liebsten, ne? Ah, okay, ich glaube, das muss mal so klappen jetzt. Ein bisschen was vom Mikrofon, aber ist ja egal. So, Rucksack, Schwalbetrank. Okay, wo kann ich das? Ah, okay. Also Donner. Donnertrank. Erhöht den Schaden, macht jedoch Ausweichen und Parieren unmöglich. Schwalbetrank erhöht das Vitalitätsregeneration deutlich. Okay, ja, wie bei der Witcher 3, also ganz, ganz üblich. Gut. Leute, lasst mich durch. Tauben, lasst mich durch. So, Leo, war das Leo? Ich glaube, Leo folgt uns, ne? Ah, guck mal, wer da vorne ist. Kann man jetzt den Trank aufheben? Na, guck mal, das, okay. Guck, das ist ein 1, oder? Ah, da, nein, das ist Leo, okay. Gut. Leo, gehen wir mal rein. Geralt, wartet! Was? Da drin sind Banditen. Trinkt den Donnertrank, den Wesemir euch gegeben hat.
Okay. Trankeffekte. Bewegt den Cursor über den Effektsymbol, um Informationen über den Effekt zu erhalten. Tippe. Wir gehen einfach rein. Und zwar, wir gehen in Kaer Morhen rein. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Das ist doch schon mal ein Anfang, Potenzial, ne? Also man kann sagen, was man für ein Spiel, das ist aus 2008 kam, ist die Effekte vor allem extrem, extrem nice. Also... Feinden aus dem Weg gehen, ein Doppelklick dem isometrischen Kameramodus auf den Boden, um Feinde auszuweichen, okay. Okay, wir machen auf jeden Fall ganz viel Schaden jetzt. So, komm schon. Komm, bam. Weg mit den Spider, hopp. Okay, nur noch einer. So zwei auf den drauf, das geht schon. Sehr nice. Top. So, wir machen mal kurz Pause. Ich will wissen, aus Vitalität, also das Rote ist Vitalität, okay. Beschreibt Geralts Gesundheit, wenn die Vitalität auf 0 fällt, ist das Spiel vorbei. Okay, aktuell haben wir 249, Maximum sind 250. Okay, was ist das? Toxizität. Beschreibt den Grad Toxizität von Geralts Körper, der wirkt eine übermäßige Anzahl Watt an, wirkt ungünstig auf Geralt aus. Okay. Okay, das Gelbe ist, okay, das Gelbe ist anscheinend Ausdauer. Aha, okay. Und wo erfahre ich wie viel? Jetzt muss man eben mal alles hier ein bisschen abchecken, okay? Kurz, also Moment. Okay, ich zeige dir, wie viel Geld wir haben. Das ist okay. Questgegenstände, das können wir schon alles hier inventartechnisch her. Tagebuch. Okay, da wird anscheinend alles aufgezeichnet, okay? Karte kennen wir ja auch schon. Und System. Ah, okay. Zeit 11 Uhr, Ort gefährlich. Gut. Medaillon. Aha, aha, aha. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich schaue mal, ob es hier noch irgendwas zum Plündern gibt. Kann ich irgendwas nehmen? Nein, natürlich nicht. So. Wo ist denn der andere junge Hexe denn jetzt hin? Da vorne ist er. Oder? Das ist Leo, ja. Kampfstil. Gruppenkampfstil. Oh mein Gott. Ah. Moment. Okay. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner.
wechselt in diesen Stil durch Linksklick auf das Greifen-Symbol oder indem ihr C drückt. Also wir werden wahrscheinlich C drücken, beziehungsweise ich. Und ich könnte wetten, wir treffen jetzt... Wir müssen wahrscheinlich jetzt... Ja. Okay, das ging jetzt eigentlich relativ zügig, muss man schon sagen. Müssen wir in die Küche rein? Ne, müssen wir nicht, ne? Okay, aber Küche ist abgeschlossen. Fass! Ah, cool. Gebäude, Blaubeeren, Speisen, generieren Vitalität. Sie können auch verkauft oder verschenkt werden. Kann ich jetzt einfach... Ah, okay, einfach in den Rucksack rüberwerfen. Okay. Kann ich mal hier reinhauen. Trinke aber ich mir hier. Okay, dass es ein bisschen sortiert ist. So, vorne ist Leo. Jetzt können wir die auch looten, ne? Geil. Was ist das da? Feuerstein. Alltäglicher Gegenstand wird verwendet, um Feuer anzuzünden. Nur einmal verwendbar. Okay, den haben wir mal hier runter. Ohrens, Wertsachen, timerische Währung. Mit der linken Maustaste Doppelklick, um die Ohren zu nehmen. Cool, dann haben wir schon zwei. Top, wir sind ja Millionäre schon. Was haben wir da? Huhn. Okay. Ist auch wieder ein bisschen was zum Essen. Ich hole ich mal jetzt dann doch lieber woanders hin. Was haben wir hier? Oh, Bier. Aha, aha. Catwan Gold, wenig Alkohol. Bockbier aus Catwan. Okay, ich nehme nicht mal Bier, euch mal hier rüber. Bier ist ja mal was Feines, ne? Was haben wir hier? Ah, wieder ein bisschen Money. Auch wieder ein bisschen Money. Verschwenden. Also was ist das eigentlich für ein schönes Gemälde, muss man schon sagen. Haben wir hier noch irgendwas zu... Oh, da liegt noch... Oh, ein Kopf. Köpfchen. Haben wir ein Fass oder sowas noch? Wenn man jetzt eh schon plündern können, dann... Man weiß ja nie so genau. Vorne ist glaube ich noch fast gewesen. Hier war nichts mehr zum Plündern. Okay. Gut, dass wir jetzt auch plündern können. Das ist auch schon mal top. Dann gehen wir mal weiter. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Hexere Labor. Ist es nicht der Ort, wo wir... Nein, die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Sir Voller keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein. Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen?
die Glocke, oder? Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente, eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Feuerstein. Kann man jetzt... Ah, okay, okay. Wunderbar. Oh, Nase juckt. Ah. Bisschen dunkel hier. Elementarkreise. Linksklick auf den Elementarkreis, Elementarstein, um ein Zeichen zu lernen. Tipp, schau da später im Spiel nach anderen Elementarkreisen, um neue Mächte zu lernen. Okay. Also noch ein paar Kisten. Bevor wir das machen, natürlich erstmal ein bisschen looten. Was ist das da? Schleifstein erhöht den hinzugefügten Schaden um 10%. Okay, nice. Dann haben wir mal mit hier rüber. War auch da drüben auch nochmal eine Kiste, oder? Hier ist alles so dunkel. Hier sieht man jetzt mal was. Muss mal kurz schauen. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir schnell zum Stein. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Zeichen Art. Das Art-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzustoßen. Rechtsklick auf das Ziel, um das Zeichen zu wirken. Tipp, niedergeschlagen oder betoppte Feinde sind leicht mit einem einzigen Schlag zu töten. Okay. Okay, mit 1 können wir es auch bewirken, okay. Okay. Im Bereich von Kaer Morhen. Okay. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ach, ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Trish, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Okay, dafür müssen. Es ist wohl eine dieser wunderbaren Geschichten, dass wir uns entscheiden müssen. Das Labor ist sehr wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich kümmere mich mit Wesemir um die Furchtbringer. Ich würde sagen, dass wir eher Triss helfen, ne? Weil sie ist eine Frau. Und man weiß nicht, ich glaube, dass Wesemir eher alleine klarkommt.
Entschuldigung, wie sie mir, aber ich muss. Das Labor ist wichtig. Triss helfen. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savola hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Oh oh. Schnell, verteidigt das Labor. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Geralt, nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Okay. Den sollten wir am besten auch gleich nehmen. Ich würde sagen... Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Oh, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hui, ha. Entschuldigung. Da. Ausdauer, Geralts Ausdauer, die durch den gelben Balken dargestellt wird, sinkt jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen einsetzt. Denn wenn die Ausdauer zu niedrig ist, könnt ihr kein Zeichen wirken. Tipp Ausdauer wird mit der Zeit wiederhergestellt und nutzt Tränke wie Waldkraut. Okay. Ah, okay. Bam. Und bam. Läuft. Komm schon. Wir haben nur noch nicht viel Leben mehr. Ich hoffe, ich muss nicht diesen... Warte mal. Können wir theoretisch was essen, ne? Schwalbe, okay. Das lasse ich fürs erste Mal. Ich glaube, wir haben noch ein Leben fürs erste. Also das Not nutzen können. Komm schon. Wohin ist er?
Komm schon. Vielleicht haben wir ihn. Und? Ja. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Und wir starten eine neue Geschichte und ein neues Projekt auf meinem YouTube-Kanal hier. Und damit ein herzliches Willkommen zu The Witcher 1. Ich muss gestehen, ich hatte vorgehabt, The Witcher 3 zu zocken. Und habe mir gedacht, hey, warum zockst du Witcher 3? Warum zockst du nicht The Witcher 1 und The Witcher 2? Ich privat muss leider gestehen, ich habe The Witcher 1 und The Witcher 2 niemals im Leben gezockt. Ich habe es noch nie gespielt. Und ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt dann mit euch spielen. Die Musik ist extrem laut. Auf meinen Kopfhörern, ich muss mal ein bisschen runterstülpen. So. Ja. The Witcher 1. Mir wurde gesagt vorhin noch im Livestream von Frank Sirius, oder? Ja. So, plündern. Was hat denn der von uns? Was hat der? Salpeter? Hört nach einem sehr, sehr komischen, schlechten deutschen Namen an. Pulver. Qualitativ hochwertiges Grundstoff für Bomben. Das war es immer hier hin. Feuerstein. Okay, das kann man ja schon. Saphir. Wertsagen. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Saphir. Hau ich mal hier hin. So, kann ich auch theoretisch mal hier durch? Geht nicht. Okay, gut. Dann helfe ich mir ganz, ganz schnell Triss. Das arme Mädel. Oh. Kann ich mal bitte hier, hallo, du bist. Mach mal, Stufe aufgestiegen, zur Medaillon wechseln. Wie kann ich aufsteigen? Okay, ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen jetzt einfach mal runter. Und klären das jetzt mal. Auf unsere Art und Weise. Natürlich mit dem Schwert. Oder mit ein paar Zeichen. Alter, boah, ist so warm. Was ist das? Professor, kümmert euch um diese Hexer. Scheiße.
Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Er hat eine Armbrust. Warum haben wir keine Armbrust? Nein. Ah, es ist also nur ein Märchen. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffarts Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Ruhe in Frieden. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Ja, Meditation hätte ich jetzt im privaten Essen auch ziemlich gerne. Da wir jetzt genau in 4 Minuten, ne? Wir haben jetzt genau 1 Stunde aufgenommen, ne? Stunde ungefähr. Wir haben gleich 0 Uhr und ich muss mal echt sein, wieder um 6 Uhr früh raus. Nein, doch, nein, 5 Uhr. 5 Uhr, stimmt. 5 Uhr. Und dann muss ich für eine längere Zeit nicht mehr so früh aufstehen. Ja, ich muss gestehen, nämlich morgen, Freitag, hole ich mein Zeugnis ab. In der Früh. Ich habe zwar nicht bestanden, das, ich glaube, dazu erzähle ich mal eine Real-Love-Story oder mache ein 15 Fakt über mich. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich. Morgen ist jetzt mal früh aufstehen fürs Erste. So, zurück zu viel. Meditation. Links klicken für die Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp, wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, mittags, morgen, grau, der Nacht oder der Sabula. Okay. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Neuer Eintrag im Tagebuch. Okay, jetzt kommen wir ein paar Charaktere. Ja. Rip Leo. Du warst immer ein guter Bruder. Ein guter Freund. Kleiderschrank. Können wir vielleicht was plündern? Was haben wir hier? Schwalbe. Gleich 3 Mal. Jetzt haben wir insgesamt 4 Schwalben. Sehr cool. Was? Foltermaschine. Eins legen ziemlich da drauf. Okay, du warst. Wir waren auf der Foltermaschine. What? Okay, hier können wir nichts mehr nehmen. Ich glaub, das war's jetzt auch schon. Held. Held. Beginnender Hexer. Erfahrung. Eure aktuelle Stufe 1. Ihr habt aktuell 2644 Erfahrungspunkte. Ihr braucht 3000 Punkte für die nächste Stufe aufzusteigen. Okay.
Welt. Oha. Die Welt ist riesig. Kann ich mal ein Tagebuch jetzt meditieren? Moment mal, ich schau mal schnell was. Steuerung. Okay, ist nicht dabei. Oder muss ich jetzt irgendwo... Wir rächen euch, Leo. Ja? Ich geh jetzt einfach mal hier. Darüber. Puh, jetzt kommen wir zur Charakterentwicklung. Charakterentwicklung. Ihr habt Talente verdient. Verwende diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attribute, Zeichen und Kampfstilen. Wähle die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der linken Links aus. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fähigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, linksklickt das Stundenglas, um sie zu löschen und sie neu auszuwählen. Linksklick auf Löschen. Okay. Auf die markierten. Okay, ich glaube, ich hoffe, ich habe es verstanden. Wir haben also Talente, haben wir insgesamt verschiedene andere. Wir haben einmal allgemein Talente-Punkte für den Erwerb von Fähigkeiten oder der Entwicklung von Geralts Heldenfähigkeiten. Bronze-Talente, Charakterstufe 1+, Silber-Talente, Charakterstufe 15+, und Gold-Talente, Charakterstufe 34+. Okay. Wir haben 3 von den Bronze. Und wir müssen jetzt Stärke. Ah, okay. 1. Okay, Stärke, Gesundheit. Alter, wie hoch müssen wir dann leveln? Alter, Spiel, wenn es alles viel gibt. Gut, Stärke, das war ja alles relativ klar. Igni können wir wahrscheinlich erst uns Igni und sowas brauchen wir wahrscheinlich dann erst, wenn wir das erlernt haben. Das ist ja dann auch irgendwie klar. Dann Stahlschwert brauchen wir ja für die, ich sag mal, normalen Gegner. Und Silberschwert sind ja für die ganzen Kreaturen, Monster und sowas. Und Silberschwert haben wir Silberschwert? Silberschwert haben wir doch gar nicht mal. Ich würde Starker Stahl 2, Stufe 2. Zweiter Angriff in einer Sequenz besteht aus 2 Hieben. Okay. Ich glaube, ich wechsle jetzt. Ich mache jetzt mal was. Was ist Intelligenz? Okay. Ich habe im Moment dann gar keine Ahnung, was ich überhaupt anfangen soll zu leveln. Ich würde sagen, dass wir vielleicht erste Stärke machen. Goldtalent, alter Schwede. Wahrscheinlich geht es dann hier runter, dann können wir erst das weiterbauen und das, zumindest könnte ich es zumindest so verstehen. Dann würde ich sagen, mal Stärke hier machen wir mal Stufe 1. Haben wir dann 5% mehr Schaden, 15% mehr Parieren, 5 plus 25 Vitalität, dann 5% Blutenresistenz und 5% Niederschlagresistenz. Das finde ich ganz gut. Aber 2 Verbrauch. Sehr schön. Dann. Jetzt verstehe ich. Das ist der erste Stärke. Dann Stärke 2, Stärke 3, Stärke 4, Stärke 5. Und dann geht es immer alles klar. Jetzt verstehe ich es auch. Das ist der erste Rang, zweiter, dritter, vierter. Okay. Jetzt verstehe ich es. Okay. Schwips. Immunität gegen Schmerz. Okay, erfordert Bronze.
Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Okay. Wirkt nur, wenn Geralt weniger als 5% Vitalität hat. Schaden bis 50%. Ich würde das eher dann so machen, ne? Stärke hier nochmal auf Stufe 2. Schaden plus 5%, parieren plus 5%, Vitalität plus 50, auch gut. Blutresistenz plus 5%, Niederschlagresistenz plus 5%. Ist auch relativ top. Ui. Ui, ui, ui. Das ist ja wahrer Mumm auch. Okay, was kommt da jetzt? Position, parieren plus 10%. Regeneration, Vitalität, Regeneration plus 1 pro Sekunde. Das ist vielleicht sehr cool. Rufhandel. Schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei. Ich glaube, ich nehme das hier nochmal mit. Regeneration, ich glaube, das ist echt ganz gut. Und wir können jetzt erstmal für... Kommen wir jetzt einfach mal für, sagen wir mal, 5 Stunden schlafen. Okay. Und jetzt kann ich einfach Enter drücken, oder wie muss ich das jetzt machen? Muss einfach nur auf X drücken. Okay. Jetzt verstehe ich so langsam. Muss echt ein bisschen reinkommen, das Spiel. Knie juckt. Moment. So. Okay. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das ist gut. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Was? Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Okay. Moment mal. Puh. Tagebuch. Linksklick auf das Rollensymbol oder drückt J. Moment mal. Ich war gerade durcheinander. Bin, glaube ich, schon halb im Einschlafen, möchte ich sein. So, aufbleiben. Um das Tagebuch zu öffnen, drücke die Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Okay. Quests. Wir okay, ich glaube, wir machen das mal. Okay, was auf der Karte verfolgen? Okay, ich würde sagen. Oh. Das wollte ich gar nicht. Wo geht's denn hier lang? Okay, geht's dann nochmal da lang. Okay, jetzt schaue ich mich trotzdem noch ein bisschen um. Hier können wir zum Beispiel nichts mehr holen. Ein paar Fledermäuse sind hier. Das ist auch sehr, sehr schön, wie ich meine. Und ich glaube, meine Stimme versagt ein bisschen. Aber wir haben gerade auch erstmal 1 Stunde 22 aufgenommen. Okay, passiert auch wiederum nichts. Gut, das ist ja eigentlich normal.
Boah, hier drin ist es so warm. Boah. Ich muss mir jetzt da mal. Was heißt jetzt da mal? Ich habe gerade kein Geld dafür, aber wenn ich mal wieder Geld dafür habe, was das Ewigkeit dauert, muss ich mal so einen Mini-Kühlschrank kaufen. Das ist eine coole Investition, glaube ich. Wenn man trinken. Ist schon verdammt warm. Ist total abartig. Ja, ich finde die Tasse extrem cool. Keine Werbung, kein Burger Placement. Aber ich liebe The Big Bang. Ist eigentlich, ja, ist meine Lieblingsserie. Und ich finde die Tasse so geil. Ich finde es einfach so nice. Aber ja, das war's jetzt hier. Dafür bekomme ich natürlich 10 Milliarden Euro. Das war ja schon klar. Okay, komm, ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Ah, da nach oben komme ich gar nicht. Oder? Nee. Okay, schade nicht. So. Ich glaube, ich muss jetzt mal öfters einen Linksklick machen. Lambert, mein Freund. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Okay. Wo war das Calcium Equum nochmal? Im Abendsaal. In einer Truhe. Okay. Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Okay. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Vielleicht bekommen wir auch dadurch ein paar Waffen, das wäre cool. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Das werden wir tun. Wir sehen uns später. Grundlagen der Alchemie. Bereitet Tränke während der Meditation zu, sammelt zunächst die erfolgreichen Zutaten. Okay. Wir müssen dann hier durch, ne? Boah. Okay, gibt's hier. Ah, ist ja schon. Wunderbar. Gibt's hier. Fass. Feuerstein haben wir auch schon. Gut. Boah, kennt ihr das, wenn ihr schon so kurz müde seid und so vor mir seid und eure Augen einfach schon so langsam zufallen und beziehungsweise sie einfach schon alles so unscharf seht, so das ist gerade im Moment, aber ich habe eigentlich voll lang geschlafen eigentlich, muss ich sagen, also im Gegensatz zu anderen Sachen, also zu anderen Tagen, ich habe echt mal ausgeschlafen. Aber nun gut, ich will natürlich noch ein bisschen zocken, ne? Weil ich sonst nicht mehr viel Zeit. Hühnchen. Cool, können wir auch mitnehmen, sehr wunderbar. Sehr wunderbar. Halt, stopp. Und da liegt auch Triss. Hi, Triss. Ah, okay, wenn ich... Alt. Was ist da oben? Ich hab irgendwas noch gesehen. Wenn ich Alt drücke, dann... Ah, okay. Dann wird wahrscheinlich angezählt, was ich alles sammeln kann. Ui. Fisch. Hähnchen. Kräuter holen wir mal mit hier rüber. Ausgenommener Fisch. Sehr schön. Feuerstein nehmen wir auch mal mit. So. Ach, sieh mal an, wer da ist. Ich
Okay, dafür muss ich jetzt X drücken. Bam. Und töten. Bam. Bastard. Ist oben jemand? Nein. So, looten wir mal schnell. Wir haben ein bisschen Money. Dich looten wir auch mal. Wir haben was zu essen. Auch sehr, sehr schön. Ach, sieh mal an. Geht's auch irgendwie runter. Das war's gut, nein. Okay, ich komme noch nicht so weit. Und mal. Oh, hui. Kurz hat schon mal die Nase geputzt. Ah. Hui, 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 hui. Boah, ist es warm. Oberes Stockwerk. Oh. Zack, weghauen und... So, komm schon. Den haben wir gleich getötet. Hopp. Bam, läuft. Oh, da kommen die nächsten zwei. So, Killmasche den, da haben wir den auch schon weg. Oder natürlich noch den hier. Ausdauer ist nicht so weit. Aber gleich. Aber bis dann haben wir auch den Spieler gekillt. Genau, so nämlich. Das war es doch jetzt, oder? Ah, falsch. Oh, warte mal, was ist das? So, dann noch alle mitnehmen. Nehmen wir noch von dem noch die Beute mit. Okay, wunderbar. So. Haben wir eine Kiste? Was mal hier? Unbekannter Trank. So. Sonst haben wir nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal zügig weiter. Da vorne ist schon wieder einer. Bibliothek, kommen wir da rein? Ja, kommen wir. Wunderbar. Alles schön abgesichert. Ah, sieh mal an. Eine Kommode. Was haben wir hier drin? Tafelwasser, Getränk. Generiert Ausdauer. Es kann auch verkauft oder okay, verschenkt werden, bla bla. Der kommt schon wieder zu den Trinken. Die Bücher können wir leider so nicht mitnehmen. Haben wir vielleicht irgendwas? Nee, auch nicht mehr. Okay. So. Ah, sieh mal an, da sind wir jetzt hier, okay. Da geht es anscheinend weiter hoch. Dann Holztruhe. Gehen wir uns erstmal mal hier.
Und schau mal hier. Okay, okay. Tafel Wasser, Kämmerscher. Haben wir das nicht gehabt? Ah. Malmstein. Waffen, Ausbaustufe erhöht, hinzugefügt, Schaden 20%, 10%. Okay, cool. Kleiderschrank. Kann man ein bisschen Kleidung vielleicht? Nein, natürlich nicht. Hammelbein. Okay. Ziegenmilch. Bauen wir mal hier rüber. Und Brot. Ein bisschen Tafelwasser wieder. Gut. Wir schauen uns mal hier uns um. Ah, guck mal, neues Bierchen. Komm, wir killen den jetzt erstmal hier. Und zwar so. So geht's einfach. Am einfachsten. Schwebende Meldungen. Tipp. Schwebende Meldungen, wie zu schnell oder zu langsam, können die in der Spieloption ausschalten. Okay. Aber die lassen wir mal an. So. Alles hier nehmen. Dann gehen wir mal hier in das Zimmer rein. Hier ist niemand. Oh, das ist ja schon mal schön. Ein schönen Ochsenkopf, du. Da mal ein Fass. Oh, wie schön das ausschaut. Was haben wir in einem Fass denn drinnen? Brot. Wunderbar, du. Hier haben wir noch ein Schränkchen. Schauen wir da auch mal rein. Wahrscheinlich wieder was zu essen. Nein, ein Feuerstein. Schnappen wir uns natürlich alles. So, huha. Gut, Kiste. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Oh Gott, das wird. Oh, Alter. Oh, Augen. Oh, woher? Oh. So. Der Furchtbringer Buch. Dieses Buch enthält den von Furchtbringern. Was? Doppelklick, um zu ziehen. Was? Okay. Ich hab keine Ahnung, was es bringt. Unbekannter Trank. Mal 2. Feuerstein. Haben wir schon 9 krass. Calcium Equim, genau, das brauchen wir. Alchemie. Ah, okay, wunderbar. Schwalber mit. Oh, 6. Oh, meine Nase, die. Juckt die ganze Zeit. Ah, huh. Ah, ja. Sie macht mich verrückt. So, was haben wir sonst hier noch? Ah, Kommode haben wir noch. Da schauen wir auch mal nach. So. Hier haben wir auch wieder alles. Sonst gibt es hier nichts mehr. Die ist das. Dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum. Beziehungsweise in den letzten Raum fürs Erste. Warte, steht da nicht jemand? Ah, das ist die Waffenkammer? Ah, das ist die Waffenkammer. Okay, doch, ja, ne? Ich glaube schon. Kiste. Monstrum. Oh, Monstrum. Wäre eigentlich auch eine gute Idee, mal Monstrum zu let's playen. Ja, ich glaube, das ist eine coole Idee. Monstrum, der wahrhafte oder wahrhafte Beschreibung für der Hexerbuch. Ja, cool. Nehmen wir auch mal mit. Kann ich irgendwie. Okay, geht nicht. Unbekannter Trank. Weiße Möwe haben Swans sich auch noch nicht.
Haben wir eine Kiste? Haben wir vielleicht ein Schwert irgendwo? Schwerter, sagen wir's doch. Timerischer Eisendolch, Waffe 1 bis 6, 1 bis 6 ist selber anscheinend. Die Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfstilen des Hexers verwendet werden. Doppelklick oder... Okay, gut, da liegt wahrscheinlich der... Euer Inventar ist voll. Ja gut, dann ist halt voll. Jetzt mal ein Eisendolch. Boah, Geralt schaut da richtig brutal damit aus, du. So, haben wir sonst noch was? Da haben wir noch eine Kiste. Eine Axt. Die macht jetzt wie viel Schaden? Schaden minus 30%, okay. Axt, Waffe, Schaden 5 bis 15, Chancen auf kritische Effekte, Bluten plus 40%. Die Waffe kann nicht in Kombination mit den Kampfstilen des Hexers verwendet werden, blablabla. Geil, nehmen auch mal mit. Ja, krass. Echt, cool. Gefällt mir. So, dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich schon mal vollendet die Lambert. Ich sollte mit ihm reden. Okay, wir gehen nochmal zu Lambert und reden mit ihm. Mit Lambert, denn Lambert, der ist ein richtiger Lambert. Warte, hier bin ich doch falsch, oder? Ja, hier bin ich doch falsch. Beziehungsweise, Erdgeschoss. Hier kann man jetzt im Erdgeschoss, aber... Hier kamen wir doch... Das war nicht hier. Dann war es doch hier, oder? Ja. Ich möchte mal kurz schauen. Kommen wir nach oben? Ja, kommen wir, oder? Ja, ist das hier nicht der Raum, wo wir im dritten Teil von The Witch mit Yennefer aufwachen oder irgendwie sowas, wo es halt in The Witch dran fängt? Ist das nicht der Raum? Könnte es sein, ne? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Interessant, rote, mittlerer Alkoholgehalt. Okay, ist anscheinend Wein. Hopp, du gehst den Alkoholikern. Könntest du sein Kleiderschrank? Haben wir irgendeine Kleidung für uns? Nein, natürlich nicht. Blaubeere, haben wir schon zwei. Wunderbar. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Gut, dann haben wir jetzt auch schon hier alles so erkundet, wie ich finde. Da können wir jetzt auch in den Erdgeschoss gehen und dann können wir mit Lambert reden. Wunderbar. Kann ich mal kurz. Ja, aber. Noch was zu trinken. Es ist so abartig, wenn Limo so richtig warm ist. So. Oh, so, Lambert befindet sich bei Triss. Gell? Hat er doch gesagt, ne? Genau, Lambert. Aber wir haben doch auch die andere Aufgabe hier. Leos. Moment. Oh. Fuß juckt. Oh. Leo starb von der Hand des Professors, des Anführers der Banditen. Ich muss mich zuerst ausruhen und mich dann in der Burg umsehen, um sicher zu gehen, dass mit Triss und den anderen Hexern alles in Ordnung ist. Sollte ich Eindringlinge antreffen, die überlebt haben, werde ich dafür sorgen, dass sie Leos Tod bereuen. Ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissern, dass mit anderen Leuten alles in Ordnung ist. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir trotzdem alles mit Lambert. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten.
und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Okay. Hier mal Eskel. Braucht ihr etwas, Wolf? Ich habe einige Fragen. Was gibt's? Was? Was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Wir unterhalten uns echt später. Das ist jetzt zu viel für mich. Wesimir. Ich habe doch gerade eben noch gesehen hier. Wo ist denn der Herr Wesimir denn jetzt hin? Moment mal, ich muss doch mit... Nein, das ist Quest hier. Du musst mit Wesimir sprechen, ja. Da hinten ist Wesimir, oder? Ich glaube, da hinten ist Wesimir. Ich glaube zumindest, dass es Wesimir ist. Wesimir. Haben wir noch. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten, aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Cool. Rüstung. Nice, Moment mal. Okay, das war schon. Moment, ich check mal hier schon was ab. Nichts Besonderes, wunderbar. Puh, gut. Cool, Rüstung und Schwert bekommen, nice. Lambert hat mir die Formel gegeben. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay. Das rostige Schwert wurde anscheinend schon eingefügt. Ja, Hexerstahlschwert. Und wir haben nietenbesetzt Lederjacke. Okay, das... Okay. Okay. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt das Vieh häuten, ne? Das machen wir natürlich auch. So. Außenbereich von Kaer Morhen. Wunderbar. Da ist es Vieh, ne? Ja. Ungeheuer häuten. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, Linksklick auf das Furchtbringer-Kadaver. Lest Bücher um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Dinge gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie gesammelt habt.
rechte Maus. Ich weiß jetzt schon, dass wir viel, viel lesen werden und müssen. Gut, wir haben eher bisher fast erst nur zwei Bücher, aber es ist viel. Meine Augen fallen schon zu. Huh, ha. Ich glaube, ich mache nach der Mission dann erstmal Schluss. Fürs Erste. Habe ich, glaube ich, fast zwei Stunden aufgenommen. Ich denke, es sollte fürs Erste reichen. Ich würde echt noch mehr gerne aufnehmen, aber ich bin einfach zu fertig. Zu fertig. Beziehungsweise, ja, ich gehe dann noch schneiden. Ist egal. So. Monstrum oder wahrhaft. Wahr. Was? Oder wahrhaftige Beschreibung des. Der Hexer Anonymous. Boah, ich kann echt nicht mehr lesen. Meine Augen. Meine Augen können einfach echt nicht mehr scharf alles sehen. Wahrlich, nichts Abstoßenderes. Existierte denn diese widernatürliche Ungeheuer, die man Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberer und Hexerei. Schurken ohne gewisses, ohne Gewissen sind sie ausnahmslos Tugend und Skrupel. Sind ihnen fremd. Sie sind wahre Kreaturen der Hölle, die nur Mord und Totschlag kennen. So mal. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und dieses Kaer Morhen, wo die Bösen hausen und üble Rituale ausüben, muss vom Antlitz der Erde getilgt werden. Woraufhin sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind, um die Welt zu vollenden. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Gut, das haben wir bereits ja schon gelesen, ne? Was haben wir hier jetzt? Der Furchtbringende. Ah, da ist noch gar nicht mal viel. Der Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über eine außergewöhnlich seltene Ungeheuer, den Furchtbringer. Dieses Buch fügt im Tagebuch ein. Okay, das kann man schon. Bla bla bla. Furchtbringerauge. Okay. Und Furchtbringerklaue ist eigentlich. Das ist kein Questkling. Questaktie. Ich sollte Wesen suchen, meditieren und den Trank zu bereiten. Okay. Schau gerade, ob ich hier noch irgendwo Gegner finde. Ah, guck mal, wir können noch was rausholen. Ah, okay. Kann man sich bewegen? Glocke, kann ich die? Ah. So, dann gehen wir mal kurz hier rauf, aber hier gibt es anscheinend auch nichts mehr. Nö, gut. Dann gehen wir mal wieder da vorne hin. Und vollenden die Quest. So, und gehen wir wieder in die Zitadelleneingang hinein. Halt, da ist Wesemir. Wir reden mit Wesemir. Komm schon, rede mit Wesemir. Oh. Schon wieder rechte Maustaste gedrückt. Ungewollt. Warum ist es eine? Ist doch eine Ratte, oder? Ja, ist eine Ratte. Ja? Hi. Was geht? Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol.
und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Ja. Wir unterhalten uns später. Gut, soll ich jetzt einfach meditieren? Um einen Trank herzustellen, klicken Sie auf den linken Maustast auf die Fiole. Trankzubereitung. Ah, okay. Wählt die Formel, die als Trisaltrank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Fiole zu geben. Linksklick auf die Mischen unten. Okay. Ein Tank für Triss. Ah, okay, da wird direkt alles reingeworfen. Okay, mischen. Dann meditieren wir eine Stunde. Ich glaube, ich habe das alles richtig gemacht. Okay. Sollen wir zu Triss bringen, den zum obersten Stockwerk, wo wir auch jetzt gerade schon vorhin waren. Das machen wir natürlich selbstverständlicherweise. Da muss in die, ja, wir müssen in die Küche. Boah, ich hoffe, wenn ich das nächste Mal dann The Witcher 1 zocke, dass ich die Steuerung und sowas noch alles weiß. Weil ich glaube, zum ehrlich sein nicht mehr. Weil ich zocke nebenbei jetzt noch Lego. Ich zocke gerade halt voll viel nebenbei noch zum Aufnehmen. Lego Star Wars, Assassin's Creed 3, Metro, Star Wars The Force Unleashed. Und ich glaube, das war's. Gehen wir hier rein. Und wir gehen jetzt mal. Interesse ihren Zimmer. Und wir geben Triss den Trank. Geschenke. Doppelklick auf Halttrank, um ihren Triss zu verabreichen. Tipp, gewinnt das Wohlwollen anderer Charaktere, indem ihr Geschenke macht. Okay. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft.
Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, "Stepp mir bloß nicht weg, Marigold." Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Verstehe ich das jetzt richtig, aber es wäre schon ein bisschen komisch so. Nachdem sie geht, aber schaut ihr mal da ab unter dem Brückchen. Ich sehe da nichts, naja. Aber falls es ist, was ich denke, was es ist, hallo, das ist, ich muss auch der Jugend von heute zeigen, wie man es richtig macht. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich, ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Kein Speischen zu spüren. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt... Ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Die hat eine schöne Muschi. Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir. Wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr, außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Na klar. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal. Es gibt da etwas, das ich euch gern beibringen würde. Und was? So, ich muss in die Meditation. Beginn in der Hexer. Geil, wir sind Punkt aufgestiegen. Oh, das wollte ich nicht. Ah. Immer wieder schön, ne? Schauen wir mal. Checken wir mal hier alles ab. Quests.
Und... Okay, Triss hat eine Menge zu sagen, bald wird Leo beigesetzt, wir sollten nochmals mit Triss sprechen oder mit Wiesemir. Das werden wir auf jeden Fall machen, aber... das werden wir machen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge, und zwar morgen, machen. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden gleichzeitig heute ist. Speichern. Hier stimmt die Uhrzeit. Ja, das stimmt sogar wirklich. 0:51. Ihr könnt sehen, 0:51 haben wir gezockt. Also hier haben wir angefangen. Die kann man mal alle löschen, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass es richtig viel dann am Ende wird. Wir haben das bis einmal gespeichert, das sollte passen. 51, gleich 1 Uhr haben wir. Und ja, wie schon gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden uns morgen zu einer weiteren Folge sehen. Haut rein, habt bis dahin noch einen wunderbaren schönen Tag. Bis denne und ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahmestaffel von Let's Play The Witcher 1. Und ja, letzte Aufnahmestaffel war ich ja extrem müde und konnte nicht wirklich viel reden, weil ich einfach total im Arsch war. Meine Augen konnten nicht mehr richtig die Schrift sehen und ich konnte nicht mal richtig mehr lesen und ich konnte nicht mal alles sehen, was da stand und so was. Was ein bisschen komisch war. Danach habe ich direkt angefangen, The Witcher 1 zu schneiden. Und ich muss gestehen, ich habe die komplette Nacht war ich wach, habe die ganze Zeit geschnitten und ich war total fit. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das Spiel einfach für mich, für meinen Körper irgendwie zu langweilig ist, obwohl ich das eigentlich nicht wirklich so finde, aber nun gut. Wir haben heute übrigens denselben Tag von der letzten Aufnahmestaffel, haben wir denselben Tag heute wieder. Wir haben heute jetzt hat 22:07 Uhr, ist natürlich, weil mein Spiegel verkehrt, ist klar. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt wieder eine Runde Witcher 1 zocken. Und, ja, ich, bin auf jeden Fall relativ gespannt. Ich muss ab und zu, muss ich ehrlich sein, heute mal auf dem Handy schauen, weil ich auf wichtige E-Mails warte. Ja, es ist nachts, aber trotzdem, ich warte immer noch auf wichtige E-Mails, die ich auch nachts bekommen kann. Die sind mir extrem wichtig. Deswegen muss ich ab und zu mal auf mein Handy schauen, ab und zu mal in mein E-Mail-Fach reingehen. Deswegen ab und zu bin ich mal kurz, AFK. Wenn man das noch so sagt, AFK, sagt man eigentlich heutzutage noch AFK? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir zocken jetzt weiter The Witcher 1 und wir drücken aufs Spiel an. Hier, ihr seht, 0:51 Uhr, letztes Mal gespielt. Wir haben jetzt 22:07 Uhr, immer noch. Und ja, ich starte mal. Beziehungsweise ich lade mal. Ich muss auch gestehen, meine Nase juckt immer noch. Und hier drin ist es immer noch höllisch warm. Ich schwitze wie verrückt. Und dank dieser Lampe, die genau hier ist, die offen scheint, und mich ein bisschen überbelichtet, sieht man nicht, dass ich extrem schwitze. Das ist ein Vorteil dafür. Danke dafür, Lampe. Du machst hier top Arbeit. Und wir sind jetzt hier oben. Na, Geralt, wie geht's denn dir? Ich bin, mal schauen, wie lange ich heute durchhalte. Ich muss gestehen, ich habe jetzt schon Energy mir reingepfiffen. Ich habe noch 2, glaube ich, im Tiefkühlfach drinnen. Weil erstens sind die ziemlich, ziemlich schnell ziemlich kalt und zweitens, wenn die so gefroren, also wenn die komplett zugefroren sind, auch total geil, wenn es auftaucht, dann hast du so ein Slush, also so ein Eis mit Energy, ist auch extrem nice halt so. Ist auf jeden Fall ein bisschen nice. Und ja. Yeah. So, Quest. Wir haben ja 2 Quests, gerade einmal die Verteidigung von Kaer Morhen und Beringers Geheimnis.
Ich frage mich mal noch, wie kann ich die Quest jetzt aktivieren, also dass die nur verfolgt wird. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt einmal Biringers Geheimnis, außer meinem Begleiter aus Kermon. Ah, genau, das war das da hier. Mein weiterer Bewohner von Kern, den Hexer Beringer. Gut, das ist ja eher so ein Nebenquest. Machen wir jetzt erst die Nebenquest. Komm, nee, wir machen jetzt erst die Verteidigung von Kermorheim. Triss hat eine Menge zu sagen. Bald wird Leo beigesetzt. Ich sollte nochmals mit Triss sprechen oder mit Wesimir. Ich sollte entweder... Okay, bla bla bla. Okay, wir reden jetzt mal mit Triss. Triss ist nämlich da vorne. Geralt, können wir gehen? Jo. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Wir fragen einfach mal. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Ja, jetzt können wir gehen. Kann ich auch mit den Tasten hier? Wir sollten Wesemir nicht wachen lassen. Dann kommt. Außenbereich von Kaer Morhen. Jetzt müssten wir ein bisschen traurig sein. Eine Schweigeminute für Leo. Ruhe in Frieden. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Voltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Auf bald. Umland von Wiesima. Caroline,
Ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau, die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau, diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite, ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Die ist doch tot. So, weg mit dir. Bargäst. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tetchterian, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händen her, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese. Nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wie fängt es denn wieder schon alles an? Komische grüne Wölfe, Hunde, was auch immer, die attackieren? Dann ein Junge, der irgendwie in die Luft schwebt und irgendwie was über einen Weltuntergang redet. Und dann noch die komische Frau da, die getötet worden ist. Und der andere Person.
Ja. Ja, wollen wir noch mal hier. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Den ich mochte und mir das gestohlen. Boah, das ist die Frage, vertrauen wir ihr jetzt oder nicht? Eigentlich scheint die ja relativ harmlos zu sein, aber man weiß halt auch nie so richtig. Aber wir sagen ja, vielleicht gehört sie ja auch irgendwie vielleicht zu dem, man weiß es ja nicht genau. Wir sagen ja auch nicht genau, wer oder was. Na, scheiß drauf. Die haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. So, wir fragen, vielleicht sind wir uns schon. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alwin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nö, das wär's jetzt eigentlich. Scheint eigentlich doch eine ganz, ganz nette zu sein, sonst ich. Gasthäuser und Tavernen. Meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und Linksklick auf Meditieren. Tipp in der Taverne, könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus und jeder Taverne holen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das sind Faustkämpfer, okay. Ein Fass. Nehmen wir mal alles mit hier. Wessner Hut. Die mit den Grünen können wir die ansprechen, aber gibt es mit Sicherheit irgendwelche Special-Missionen oder sowas, denke ich mal. Ich denke zum Beispiel, so welche blauen hier. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Visima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Visima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Wer Klar. ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt?
Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt wohl. Ich muss gehen. Okay, jetzt reden wir mal erst mit dem Gastwirt. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich möchte etwas aufbewahren lassen. Cool, Lager. Das ist nice. Das ist sehr, 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 sehr nice. Cool. Ja, was? Zum Beispiel das da hier. Bücher. Kann ich den nicht sortieren? Ich kann den nicht sortieren. Na toll. Gut. Dann. Kann ich das weghauen? Das weghauen, na klar. Feuerstein behalte ich mal. Für die, für die Lagerfeuer. Die brauchen wir da ja für. Tafelwasser. Also Saphir brauchen wir zum Beispiel auch nicht gerade unbedingt. Buch der Schwalbe, Schriftrolle mit Formeln für eine Reihe von Hexertränke. Und zu lesen, Doppelklick. Okay, den haben wir noch gar nicht gelesen. Das Buch der Schwalbe, weiße Möwe. Halluzinogen und hochwertiger Alchemisten Grundstoff. Schwalbe erhöht den Vitalitäts... Regeneration. Katze ermöglichen Nachtsicht, Schneesturm, verbessert Reflex im Kampf, Nekrophagenöl, Waffenüberzug erhöht Schaden gegen Nekrophagen. Okay, Neuantrag. Sehr schön, haben wir schon jetzt gelesen. Ne? Ja. Feuerstein, man kann anscheinend nur 10er haben. Das 10er hochstöppeln, dann können wir mal 5 rüberholen. Das würde ich behalten. Sinnfriedöl, Klingenüberzug, fügt den verwundeten Kreatur Paralysen Schmerzen zu. Behalten wir mal sicherheitshalber hoch. Das sind die. Ich muss allgemein ein bisschen sortieren. Bier. Braucht man nicht. Was haben wir jetzt? Ziegenmilch? Das ganze Essen hier, ne? Also das Essen, Ich würde das alles gerne auch noch behalten. Also das, vor allem das Essen halt so. Das sind die ganzen Getränke. Aufkaufen, die behalten wir mal auch mal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir mal hier die ganzen... Getränke, ganzen allgemeine Tränke halt sowas rein. Getränke, die Tränke natürlich. Weiße Möwe ist auch ein Trank. Für Bomben, naja, Bomben ist erst auch nicht. Wirklich. Das brauchen wir vielleicht für Verbesserungen. Feuerstein brauchen wir vielleicht dafür auch. Und das sind die ganzen Quests. Dann würde ich sagen, war's das. Wir können mit dem Gastwirt mal reden. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Der Geistliche, ja,
Komm, wir. Es wird Zeit, dass ich mich auf den. Wir machen uns direkt mal auf den Weg zum Geistlichen. Dann sprechen wir jetzt auch mal gleich an. Kalkschen, oh mein Gott, wie viele Leute hier einfach sind. Das sieht mir ein bisschen nach Spaß aus. Wir haben jetzt ein Fässer. Wer will einer aufs Maul? Also erstmal die Fässer reinschauen. Ja, hier, mal looten. Und. Hey. Faustkämpfe. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Wir kämpfen um Geld. Ich bin auch ein Schwur. Nein, das darf ich ja nicht sagen. Ich bin auch dein bester Freund. Ich bin nicht. Halt, nein, falsch. Ah, was? Ja. Wollt ihr ja, verlieren, ja, Fremder? Ist okay. Ja. Wählt die Geldsumme, die ihr setzen wollt. Ich. Komm, wir setzen mal 50 ein, oder? No risk, no fun. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Oh. Wollt ihr verlieren, Fremder? War das jetzt zu viel wir oder zu wenig? Um Geld. Wir kämpfen um Geld. So, mal 30. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Nochmal. Okay. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Wir kämpfen um Geld. Okay. Machen wir es mal mit 20. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Faustkämpfe. Ein gelber Sockel zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen. Blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Okay. Schlag mich, ihr Nimme! Wer will einer aufs Maul? Und trotzdem schlage ich euch. Yeah. Easy. Richtig, Google. Wer will einer aufs Maul? Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Wer will einer aufs Maul? Oh. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Das ist genau die gleiche Stimme, ne? Jetzt mal hier 25 ein. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Also, das war nie deine. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Ja, wir ja. Wir werden sehen. Hat der gerade erstmal voller Marsch. Isuki. Okay, das geht irgendwie relativ easy.
wie ich finde. Also ich finde, es geht echt einfach. Aber das fand ich auch in The Witcher 3 so, dass die Forskämpfe allgemein ziemlich easy waren. Also Forskämpfe hatte ich nie Probleme so gehabt. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Ah ja. Wer will einer aufs Maul? Was? Kümmere dich auf Hauskämpfer. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Naja, mein Eltern, der ist schon ein bisschen älter, dann möchte ich ungern verkloppen. Fünfer. Kann ich hier 20 setzen? Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Fünf, also wahrscheinlich ein Zehner. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Ja. Zehner? Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Okay, direkt mal aufs Maul hauen. Eigentlich voll easy. Ja. War einfach. Also habe ich gar keine Probleme so. Ist ja schon recht, ja, ist ein bisschen langweilig so. Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Hier ist euer Gold. Was ist denn hier? Wer will einer aufs Maul? Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Ja. Erzählt mir von diesem Turnier. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr schlagt euch gegenseitig ins Gesicht. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Klar und deutlich und einfach. 25 Orens. Ich bin dabei. Okay. Ja, der ist ja auch voll easy. Das. Gesagt, geht voll klar. Dieser Move so. Ah, wunder. Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu, ein Ring oder Bargeld? Den Wodka und was zum Nachspülen? Den Ring? Wie nehmen wir von den Ring? Hat mir eh nie gefallen. Könntest du auch gesehen, was kommen wir? Ich sollte mal mit einem stärkeren Gegner suchen. Stufe aufgestiegen. Simulationen wechseln, um Talente zu verteidigen. Zu verteilen. Okay, wir haben einen Ring. Golder Diamantring. Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Und trag mal einfach selber, würde ich mal sagen. So, dann. Jetzt. Gehen wir mal. Schwangender. Schank wird Olaf. Schwangender. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Ja, mal 5 Orens. Wir können einfach rausgehen, das gratis machen, aber ist okay. 9! Geil! Geil! Art. Oh.
Wir haben jetzt hier, genau, Regeneration haben wir schon. Was ist das da? Schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei. Parieren plus 10% erfordert. Ja. Nehmen wir Arma hier mit. Stufe 4 wird freigestellt. Okay. Was haben wir jetzt hier noch hier? Schrips, Immun gegen Schmerz. Wahre Immun wirkt. Nur wenn Gerard. Okay. Das brauchen wir fürs Essen, glaube ich, nicht. Wir schauen uns mal bei Igni hätte ich gerne. Hätte ich. Igni ist das mit dem Feuer, ne? Oder war es das mit dem. Ich weiß gar nicht mal mehr. Stahlschwert. Okay, Silberschwert, bla bla bla. Dann Art. Schüler. Winkel 180 Grad, okay. Bewirkt Niederschlag. Um die Machtverstärkung des Zeichens zu starten, rechtsklick und gedrückt halten. Holen wir uns auch mal mit. Art Stufe 1 haben wir ja schon. Lehmen. Chancen auf Lehm. Nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Das ist. Okay, Stufe 15 teilweise. Erfordert Intelligenz Stufe 1. Ah, okay, interessant. Intelligenz Stufe 1. Zeichenbasis Intensität 10%. Haltet Stufe 2. Ja, nehmen wir mit. Wir haben jetzt noch 4. Winkel 90 Grad. Zeichenintensivität 25%. Bewirkt Niederschlag. Ausdauer kosten 15. Intelligenz. Nehmen wir mit. Intelligenzstufe 2 erforderlich. Okay, Intelligenz 2. Ja. Machen wir die auch mal gleich mit. Silbertalent, okay. Lehrling. Entwaffnen. Silbertalent. Lehrling, Winkel 180 Grad. Kommen wir mal mit hier rein. Entwaffnen. Erhöht die Chance, einen Gegner zu entwaffen. Auch sehr cool. Windböe, Niederschlag 25% erfordert. Nehmen wir die Windböe noch mit und jetzt haben wir auch so das so alles. Und ich würde sagen, bis zum Morgengrauen. Das sind 18 Stunden. What? Ah, schau mal an, wie der ist. Cool, das will ich jetzt echt mal gern ausprobieren. Gut, haben wir jetzt eigentlich alles schon gemacht. Alvin, der kleine Junge ist da, okay. Dann reden wir mal nochmal schnell mit dem, da ich glaube, da können wir noch was reden. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Ja, scheiß auf die 5. Ja. Mama. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen. Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein. Ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten. Wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank.
Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Lebt wohl, mein Freund. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, Freisen. Spieler. Ich mag alle, die. Okay. Lebt wohl. Spielen können wir natürlich mit ihm. Ich muss gehen. Das haben wir auch schon alles gemacht und dann mit ihm hier. Wessner Hut. Hübsche Frau. Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Das haben wir. Bekommen wir eine Belohnung. Zufall. Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal. Was kann ich euch bringen? Oh, jetzt haben wir mal deine Wache, du. Okay, ja, ja, nichts Besonderes. Halt! Was kann ich? Was kann ich euch bringen? Ja. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein? Wie könnt ihr es wagen? Was für ein Flegel. Hey. Fickt euch ins Knie, Perversling. Was ist das denn? Fickt euch ins Knie, Perversling. Hey. Oh Gottes Willen. Verdammt. Ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen feilbieten. Das Bücher sind gut. Wir haben 145, okay. Geschichte der Neuzeit. Ein Werkzeug, eine blöde Fliege hier. Ist schon wieder die. Deiche im Alter 200. Ey, wenn ich so viel. Nö. Verdammt, bitte Fliege. Ich sollte eigentlich im Händen. Ja. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Lebt wohl. Reisen. Drei Kronen. In Oben zählen das. Unsere Karawane draußen vor wie sie mich. Abigail verkauft eine Salbe für Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Auf mehrere gleichzeitig. In der verfluchten Pest musste unsere Karawane draußen vor wie sie mal bleiben. Was wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Sei es ein bisschen Holos all. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Was als trinken? Nehmt ein Wetttrinkteil. Um Informationen und Belohnung zu gewinnen, Linksklick während des Gesprächs trinken, um ein Gespräch auszuwählen. Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Trinkt eure Gegner an den Tisch, doch achtet drauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Wir haben eh nicht so viel Bier da, ne? Das sind nette Dinge. Ach, ich bin alt. Jetzt haben wir eh kein Bier mehr da. Wir werden wütend. Hört einfach zu. Okay. Dann reden wir mal mit Shani. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nee. Wir sprechen. Gut, dann haben wir alles. Reden wir mal mit dem Jungen, mit Alvin. Ja. Ihr habt mich gerettet, oder? Ja, ja. Ich habe geholfen. Das war mir. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum.
trauriges Leben, ey. Das ist echt traurig. So. Wo ist denn die hübsche jetzt? Jetzt kommen wir nochmal. Ja, jetzt kommt. Die haben die eh schon alle verdroschen, damit wir jetzt nicht nochmal machen. Wie ich finde. Gut, nochmal alles abgecheckt. Dann gehen wir mal kurz wieder raus. Oh, es ist zu warm hier, Alter. Söldner, Zwergenschmied, die Stadt. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Die Leute, genau, schauen. Die haben schon wieder zugeschlagen. Meint ihr jetzt mit letzter Nacht, oder haben die schon wieder nur zugeschlagen? Inventar. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Der ertrunkene Vertrag. Vertrag beginnt den Vertrag des Sexers. Rechten Maus drücken, um zu lesen. Der ertrunkenen Vertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingung für Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt die Gehirne, fragt nach dem Geistlichen, um den Vertrag zu erfüllen, ist der Ertrunkenenantrag im Bestarium erforderlich. Okay. Neue Quest, Ertrunkenenvertrag. Ich muss 3 ertrunkenen Gehirne für das. Okay, cool. Dann. Moment mal. Der Ghoul, also den Ertrunkenenvertrag haben wir schon gelesen jetzt. Der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Guter Antrag, okay. Der Bagest-Vertrag. Tapferer Mann dringend gesucht. Wer mir 10 Bagestenschädel bringt, erhält 100 Ohren. Abigail, die Kräuterkünderin. Okay. Der Guter Antrag im Bestarium. Das ist nicht. Halt, es war doch hier. Ungeheuer. Okay, es wird dann halt noch nicht angezeigt von innen. Alter Schwede. Uiuiuiui. Jetzt haben wir so viel irgendwie, jetzt ist die Frage, was machen wir denn überhaupt? Der Bagest-Vertrag, ich muss den. Gut, das machen wir mal. Wir müssen darüber, okay. Halt, Moment, schauen wir mal schnell kurz nach. Ich muss echt checken. Quest auf der Karte verfolgen. Ich muss jetzt darüber zum Abigail's Hose.